Hallo und Glück auf! Da ich von einem anderen Projekt noch ein Kagiro rumliegen hatte, wollte ich euch doch mal zeigen, wie man hier einen kleinen Abzweig reinbauen kann, in diesem Fall 50 mm, ohne das ganze Rohr erst auseinanderzunehmen. Und das ist gar nicht schwer. Dafür braucht man so einen Abzweiger, einen Schraubabzweiger von der Firma Airfit, den gibt es in verschiedenen Dimensionen. Und dann muss man den entsprechend bloß noch in das Rohr einsetzen. Um den Ausschnitt entsprechend anzuzeichnen, kann man natürlich kreativ werden und man baut sich eine kleine Schablone aus Klebeband, wie ich das hier gerade zeige. Oder man könnte auch eine Anreißnadel nehmen, die ich nicht habe. Oder einen Zirkel halt einfach. Das hat sicherlich fast jeder im Haus. Um das jetzt rauszubohren, habe ich jetzt keinen speziellen Bohrer. Ich nehme so einen Stufenbohrer mit 35 mm und den Rest fräse ich dann raus. Da habe ich so einen kleinen Fräser da. Im Nachhinein betrachtet hätte ich hier für diesen ganzen PVC-Staub was unterlegen sollen, dass das nicht alles in meinen Garten gelangt. Das ist ein ganz schöner Mist. Also bei allem, was ihr an Kunststoff in der Außenwelt bearbeitet, legt euch am besten was drunter oder saugt das ab. Das ist auf jeden Fall ratsam. Nun muss der Adapter nur noch reingesteckt und festgezogen werden und dann ist der Anschluss auch schon fertig. So sieht es dann aus, wenn es fertig ist. Einmal ringsherum. Und von innen, so gut ich rankomme, ja, keine große Kante. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen. Tschüss und bis bald.